Und hallo und herzlich willkommen bei Let's Battle Pokémon mit mir, Blut und Bugs Funny. Yay. Hey, ich kämpfe wieder. Ja, muss ich unbedingt einen Kampf aussuchen, wo er gegen mich kämpft. Und wir starten. Ich hab nur mal wie Test gesehen, ja? Das ist egal, wir starten direkt den Kampf. Sehr gut. Er schickt direkt mal wie Test raus, ich schick. Oh, Digga. Boom, schön. Das erstmal an dir riecht. Oh, boah, geil. Und du riechst auf mein Wahlband. Dann habe ich gedacht, ach komm, jeder steht auf das gegnerische Item. Dann tauschen wir mal. Fansalber. Und du holst den Reflektor, weil du denkst, ich greife physisch an. Aha. Nee, ich habe mir gedacht, ach komm, dein Team greift sowieso physisch an. Meinst du, nicht weil ich den Wahlband ausgerüstet habe? Weil ich das da gesehen habe. Das ist nichts. Das kuschelt hier nur ein bisschen. Steht im Übrigen, man darf keine Spitznamen mit nur Zahlen eingeben, deswegen ja. Das Ding. Deswegen. Hallo UI. Ja, mein UI ist nicht so prickelnd, aber es hat das gut weggesteckt. Ja, danke, durch den Reflektor. Durch den Sternenhieb. Was ich mir dabei gedacht habe, weiß ich nicht mehr. Ja, du hast nichts anderes. Ja, aber ich den Donnerschlag nicht habe, wie andere Metagross. Das Metagross ist in der 6. Chat entstanden. Bla bla bla, Kampf vor Pokémon-Bank, bla bla bla. Ich hau trotzdem weiter mit Steigerungshieb drauf. Und ich wollte einen Sternhieb, meinst du? Sternhieb? Ach, stimmt. Oh, der Reflektor lässt doch endlich mal nach. Wird auch langsam Zeit. Jetzt kommt der Steigerungshieb, da denke ich so, kann ich auch mal machen. Wenn ich schon mit dem Sternhieb nicht den Angriffsboost bekomme. Und ich direkt die Kaskade, ich wollte so schnell wie möglich. Ja, das sieht man auch, dass das ein bisschen Schaden gemacht hat. Mein UI ist toll. Ich greife mal wieder zum Sternhieb, nachdem ich den Angriffsboost habe. Sollte es auch Geschichte gewesen sein, danke. Und da kommt Ampere, ein ganzes Ampere, oder 6 Watt. Ja. Ich wechsle lieber auf mein Gardehorst. Also erstmal die predicted Attacke. Predicted. Das ist ein Zwitter, ne? Das dürft ihr nicht vergessen. Ja, ich heile es. Was mir im... Wir wussten nie, dass ein Volt wächst, Volt Absorber heilt, weil ich immer links da abbekommen habe. Immer wenn Gardehorst voll war, dann denke ich so, wow, mach's mal Abgangsbund. Obwohl das Ding eigentlich gute Verteidigungswerte hat, genau wie Spezialverteidigung bei ihm. Dann mache ich mal die Donnerwelle. Und was hast du denn da eingesetzt? Du hast das Wahlband. Den Lichtschild, okay. Da will wohl jemand meine Angriffe etwas abschwächen. Aber nö, dann lass mal. Du musst sowieso auswechseln oder spamst den Lichtschild weiter. Hallo Sport. Hi, ich bin groß. Ich habe eine Verteidigung. Natürlich. Naja, eine Spezialverteidigung. Nein, ich habe beides. Und ich denke mir so, was willst du? Setz Schutzschild ein. Da kommt die Kreuzschere. Oh, okay. Soll ich nicht den Durchbruch gedrückt? Ah. Da kommt der Durchbruch und... Macht eine Menge an Schaden. Ich toxiniere dich jetzt. Oh yeah. Na, wie schmeckt das Gift, das ich dir in dein Essen gewünscht habe? Oh, mein Name ist Essen. Ja. Schmeckt trotzdem. Schmeckt trotzdem. Du würdest schon Giftschaden. Ja, was hier böse war. Da mach ich die Kreuzschere, weil ich dachte, du wechselst oder du machst Schutzschild. Ich will aber erholen. Oh yeah, ist das schön. Ich bin müde. Ich muss schlafen. Erstmal wieder volle KP. Das Schöne ist, ich habe genau gesehen, dass du ungefähr 2 Angriffe brauchst. Das Lichtschild lässt nach, oh mein Gott. Glück gehabt, sonst würde Schnarcher ja weniger Damage machen. Da kommt Olga wieder. Ei. Ich habe gedacht, da kommt, du schläfst eh. Wir sehen die Überreste. Ja, hat man auch gar nicht gesehen, dass die Überreste tragen bei den vielen. Nee. Aber ich greife trotzdem an. Schnarcher. Schnarch. Natürlich speziell. Ja. Wieso? Ach ja, stimmt, das waren Tanky und Free Switch. Ja. Da kommt Green Blade und da hat er sich bestimmt schon gedacht, ach komm, wenn ich das Ding sehe.
Ich schnarche trotzdem weiter. Ich glaube, ich habe das Shift-Shift gedrückt oder gewechselt. Eins von beiden. Er ist aufgewacht. Ah ja, ich habe das Shift-Shift gedrückt, damit ich noch die, auf jeden Fall nicht nochmal weiter penne. Du Gifty, okay. Weil ich mir mit dem Wechsel gerechnet habe. Da kommt jetzt der Wechsel. Da kommt der Punch-In, weil ich gedacht habe, da kommt jetzt der Nahkampf ein. Schnüffel. Oh, Lebensmittel. Geil, da kommt die Psycho-Dinger, aber. Mhm. Aber Punch-In juckt das auch mal wieder wenig. Ich sage mir mittelmäßig, da kommt die Nitro-Ladung. Oh. Das ist immer noch schockiert, dass das Feuerattacken lernen kann. Ja, den Flammenwurf kannst du auch. Und dann kommt der Gift-Tieb, der ist ein bisschen mehr Damage macht. Mit einem Lebensorb? Ja, obwohl die Hälfte jetzt. Weil die Psycho ging, glaube ich, stärker. Ja, was echt komisch ist. Und du hattest einen Schattenstoß drauf. Ich habe, glaube ich, die Explosion sogar gedrückt in dem Kampf. Ja, aber da ich die Privatattacke auf dem Ding geerbt habe, fand ich das echt geil. Ja, da geht mein Pumpchen einfach noch down. Aber irgendwas musste ich dagegen einsetzen. Benson, hier. Hitman! Da dachte ich mir, ich hab's ausgewechselt. Du hast ausgewechselt, statt mit der Bio zu kommen. Na gut, wäre eh nicht prickel gewesen. Ah ja, weil ich mit der Bio kam. Stimmt. Stimmt, ja. Du hattest den Wasser-Shuriken zu der Zeit noch. Ja, der immens wenig Schaden macht, ja, wie man sieht. Meins hat ein Angriffs-Minus-Wesen. Ach bitte, das ist keine Entschädigung, dass Wasser-Shuriken schwacher ist. Natürlich muss der ja 4 bis 5 Mal treffen. 5 Mal. Weil es so schön ist. Ich krieg die rote Karte. War ich auch recht glücklich drüber, bis ich die rote Karte bekommen habe. Und hi. Hi, ich bin Tank. Du bist einer, der sicher durchs Gift nächste Runde oder in 2 Runden drauf wird. Du wechselst. Habe ich damit gerechnet? Ich gar nicht. Weiß ich auch nicht. Setz ich den Schutzschild ein. Oh, du riechst mir wieder die Überreste an. Nee, ich setze den Toxin ein, aber... Boah, hier. Eigentlich hätte ich drin bleiben können, weil ich mich sowieso nichts anhaben können. Du mir aber auch nicht. Ich habe noch den Schnarcher. Psychischer Schock, weil ich draufhauen wollte. Ja, und ich glaube auch deine einzige Angriffsattacke ist. Ja, ich glaube, ich habe noch den Toxin. Ja, ich mache den Agilität. Ich denk, und ich bleib drin. Ne? Der bleibt einfach drin. Das glaubt man einfach nicht. Da bleibt er einfach mal drin. Dass er mir nicht das Wahlglas gegeben hat, das fand ich sehr unhöflich. Ja, insbesondere mein Pumpchen, ja, gebe ich das Wahlglas. Ich bleib einfach drin, ich bleib stur drin. Ja, ich versteh's nicht, aber trotzdem, mein Metagross sagt sich mir egal, ob du jetzt noch drin bleibst, ich hau dich jetzt weg erstmal. Weg mal. Bäh. Du hast lange genug genervt, auch wenn du immer nur einen Angriff einsetzen konntest, was ich lustig fand. Jetzt. Ampere. Da kommt's. Ich hoffe, ich habe diesmal gewechselt. Nein, du bist voll drin geblieben und hast die Agilität voll nicht mitbekommen, aber du hast die Fokus gehört. Nee, ich habe das gewusst, aber ich hoffe, ich habe die Attacke gewechselt. Nee. Ich bin aber naiv. Warum? Du hast es noch Gardevoir, deswegen. Ja, aber ich wollte dann nicht einfach nur sagen, nee. Und das Geile an meinem Gardehorst ist, du kannst nur mit Spukball angreifen in dem Attackset, das du noch hast. Mhm. Oder hatte, besser gesagt. Jetzt habe ich ein neues Blitzer. Ja, und ich habe damit gerechnet, dass ich überlebe. Weil war mir aber auch klar. Gardehorst Spezialverteidigung ist nicht gerade übel. Nicht schlecht, meinst du? Übel. Nicht übel. Einfach. Korrigiere mich nicht, ich setze den Abgangshund ein. Ich glaube, ich bin aufs Spiegelcape gegangen. Kann auch sein. Ja. Weil ich mir dachte, komm, du greifst mich doch schon an, Baby. Ich denke so, na komm, er will vielleicht nochmal Spiegelcape. Machst du die Donnerwelle? Ja, natürlich bekomme ich da die Para. Ja. Das ist meistens so. Jetzt denkst du, na komm. Vielleicht rechnet er, dass ich wieder Abgangspunkt einsetze und Spiegelcape weg damit. Ja. Und das gerade was doch gefallen. Die wenigste Attacke ist Konter, die man zieht. Konter habe ich bis jetzt nur einmal gesehen. Und das von meinem Wohin genau. Wieso? Der kommt mein Durchbrecher. Der bricht einfach durch. Ah, mit Durchbruch. Aber meine physische Defensive ist einfach zu gut bei dem Ding. Ja,
da hatte ich noch Eisodem drin, bis ich dann gemerkt habe, anfangs habe ich ja gedacht, dass er immer Volltreffer macht und eine Stärke von 60 hat. Im Übrigen hat er Kampfpanzer, weiß ich erst jetzt sehr. Habe ich mir gedacht, ach komm, ja, das wird doch bestimmt eine Stärke von 120 haben, aber die haben ja die Volltreffer Schaden reduziert auf 1,5 macht das jetzt nur noch, das heißt, es hat eine Stärke von Eisstrahl. Und zwar haargenau. Ja, aber wiederum musst du bedenken, du machst immer Volltreffer. Ja, aber das bringt dir nichts, wenn Eisstrahl beispielsweise den Zusatzeffekt hat, dass du einfrierst. Ja, okay. Und da kriegst du das Gift, ist der Kampf vorbei? Nee, noch nicht. Noch nicht. Der Kampf sollte jetzt auch jetzt vorbei sein, wenn es dein letztes ist. Erstmal Schutzschild drücken. Vor allem, wenn ich vergiftet bin. Ja, nur Durchbruch, war klar. Schütz dich selbst. Schnips durchs Gift. Oh. Aber es müsste noch gleich was kommen. Die Länge, die war ein bisschen länger. Ja, nur noch ein bisschen. Ein Pokémon müsste es noch haben. Ja, Green Blade, Ames Orb. Ja. Und der war auch nichts. Ich frag mich nur, wer geht zuerst drauf? Ich glaube, da bin ich sogar zuerst drauf gegangen und in dem Kampf hast du dann gewonnen. Ich glaube auch. Nee. Hey, ich bin als erstes down gegangen. Oder hatte ich noch ein Pokémon? Das werden wir jetzt sehen. Ja, ich...